in letzter Zeit auch ein, zwei Problemchen mit dem Knie seit gestern. Das ist nicht gut, denn mein Knie wurde schon zweimal operiert. Wenn mir hier das nochmal passiert, muss ich den Urlaub wahrscheinlich abbrechen. Hey Leute, wieder ein wundervoller Tag hier in Australien Paradise. Ich habe heute einige Sachen zu erledigen, also einige Sachen, zwei große, sehr wichtige Sachen. Ich habe jetzt meinen Polizeicheck durch bei Uber Eats und bei DoorDash. Die müssen jetzt nur noch kommuniziert werden zwischen der Polizei und zwischen den Apps, und die müssen jetzt nur noch schauen, okay, alles klar, so den Jungen nehmen wir, das sollte ja kein Problem sein, ich habe ja noch keine Straftat begangen. Zudem hätte ich dann heute einen richtigen Job am Start. Ich gehe heute hin, arbeite dort für 2 Stunden, dann habe ich meinen nächsten Termin. Die Sache ist die, der Kollege, zu dem ich heute gehe, um zu arbeiten, der hat gedacht, ich arbeite heute den ganzen Tag. Hat er mir nicht gesagt. Hätte er mir gesagt, hätte ich einen anderen Termin für den zweiten Termin gemacht. So, und zwar, mein erster Termin sieht aus, in ein Lager zu gehen und zu arbeiten, meine ich. Ich kriege keine Informationen. So, also gehe ich heute zu 2 Gebiete weiter. Also ich wohne in Nudgee, dann ist Banjo die nächste Station quasi, und dann muss ich nochmal eine Station weiterfahren. Das mache ich alles einfach mit Fahrrad, das sind 20 Minuten. Allerdings guckt mal, was für eine Hitze heute hier ist. Also sieht für euch gleich aus, aber ich meine, das strahlt wirklich. Das ist radioaktiv, was da draußen herrscht. Beim zweiten Termin muss ich dann noch zum Arzt gehen, und zwar muss ich ein bisschen was abchecken lassen. Ich habe in letzter Zeit auch ein, zwei Problemchen mit dem Knie seit gestern. Das ist nicht gut, denn mein Knie wurde schon zweimal operiert. Wenn mir hier das nochmal passiert, muss ich den Urlaub wahrscheinlich abbrechen. Wenn mir nochmal was mit dem Knie passiert, ich hatte jetzt schon einen Meniskusriss, einen Kreuzbandriss, und wenn mir jetzt das nochmal passiert, muss ich mindestens ein halbes Jahr, also ich muss erstmal operieren natürlich, operiert werden, oder es muss von selber irgendwie heilen, aber Knie ist halt immer so eine Sache. Dann muss ich erstmal wieder ein halbes Jahr lernen, und das halt alles hier in Australien mit den Umkosten, die es hier, mit den Kosten, die es hier gibt, wäre unmöglich zu machen, deswegen lass ich das mal abchecken, ob das halt mit den Übungen oder so irgendwas machbar ist. Ich habe ja sowieso vor, Sport zu machen. Ja. Schauen wir mal, was passiert. Ich lasse mich vom Arzt durchchecken. Das kostet auch nochmal $81, allein nur vom Allgemeinmediziner angeguckt zu werden. Und wenn ich dann noch irgendeine Therapie brauche oder sowas, muss ich die auch noch zahlen. Allerdings habe ich eine Reiseversicherung, die Kohle kriege ich dann irgendwann wieder zurück. Hoffentlich. Werden wir mal sehen, da werdet ihr mich begleiten. Das wird auf jeden Fall noch auf mich zukommen. Ich bin bei Hanse Merkur angemeldet mit der Reiseversicherung. Die hat mich ja auch sage und schreibe 700 € gekostet für ein ganzes Jahr. Also werden wir mal sehen, ob die hält, was sie verspricht, ne? Alles klar, dann mache ich mich mal auf den Weg zur Arbeit. Peace out. Hey, wenn ich meine Augen jetzt traue, bin ich an der richtigen Stelle. Und zwar direkt hinter mir ist die Lagerhalle. Ja, so mein Äuglein machen. Und jetzt müsste ich nur noch zur Unit 3. Ich glaube, ich gehe einfach gleich rein und schaue mir an, ob das alles hier richtig ist. Aber jetzt klang der Kollege auch recht freundlich am Telefon. Ich habe mich angemeldet nochmal, so wie abgesprochen. Er meinte so, ja, danke dir, dass du früher Bescheid gesagt hast, dass du jetzt früher kommst und so alles. Ja, ja. Ja, mal gucken, wie das abläuft. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden lassen, wenn ich hier wieder raus bin. Nicht länger als 2 Stunden, dann habe ich ja meinen Arzttermin. Alles klar, wünscht mir Glück. So Leute, Status-Update. Sieht sehr gut aus. Allerdings muss ich für meine Bereitschaft noch mich beweisen. Und zwar morgen um 8 Uhr morgens. So, jetzt auch noch als Erinnerung für mich. Ich muss mich bei den Andrew melden, wenn der Chris nicht da ist. Na? Aufs Näschen gedrückt. Und es herrschen da extremste
extremste Hygieneregeln. Er hatte eine Glatze und hat trotzdem eine Haarmaske getragen, so wie Köche das tun. Der erste Augenblick, als er mich gesehen hat, hat er auch gleich gesagt, du siehst ein bisschen schwitzig aus, bring bitte morgen Deodorant mit und ein frisches T-Shirt. Ja, das wird geplant, das werde ich machen. Und da, der Höhepunkt von allem ist, ich bekomme roundabout $40 die Stunde. 40 fucking Dollar. Ho! Menge an Zeit, die ich brauche, um das zweite Jahr für das Visa zu beantragen. Das wäre ja ein Träumchen. Und ich krieg eine Menge voll Asche. Wirklich. Fuck, holy fuck, Alter. $40 wären, ist das Doppelte, was ich vermutet habe. Wirklich. Also das ist krass. Wirklich, das sind wirklich $15 pro Stunde, die ich nicht gedacht hätte, die ich bekommen würde. Also ich gebe morgen wirklich mein Allerbestes. Ich werde zuerst bei einer Schneidmaschine, Slicing-Maschine arbeiten. Und da wird der Andrew, ne, der wird neben mir stehen und ein Auge auf mich haben, um mich zu, ja, erstens zu coachen und zweitens zu beobachten, ob ich es wert bin. Ja, sieht sehr gut aus, ist nicht weit weg. Wenn ich dann genug Kohle habe, kann ich mir auch noch ein Gefährt leisten. Hey Leute, ich bin wieder zurück. Ja, jetzt sind schon ein paar Stunden seit dem Arzt vergangen. Ich habe mich durchchecken lassen und alles fit, alles gut. Macht euch keinen Kummer. Nur mal durchchecken lassen. Hat mich jetzt auch $81 gekostet, aber das war es mir eindeutig wert. Jetzt bin ich auf jeden Fall auf dem Weg der Heilung, sagen wir mal so. Und mir fällt es schwer zu sagen, obwohl ich es schon so groß angeteasert habe, ich lasse das mit dem Job tatsächlich sein, weil es mir nur Geld bringen würde. Es wird mir nicht helfen, hier meine Freiheit zu leben, und ich will halt wirklich mal was Neues machen. Es wäre dieselbe Tätigkeit, wie ich sie in Deutschland ausgeführt habe. Es wäre eine Lagertätigkeit. Ich muss am ganzen Tag irgendwas slicen. Es wäre halt einfach wirklich so zack, 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 so irgendwas Langweiliges wahrscheinlich. Allerdings, ich ziehe mal kurz mein Handy aus der Tasche, ist heute was Gutes passiert. Und zwar ist meine App aktualisiert worden und ist meine App Uber Eats aktualisiert worden. Und zwar kann ich jetzt damit Essensbestellungen machen. Sobald ich jetzt ein geiles Fahrrad am Start habe und wenn wir jetzt mal so ein bisschen aufstehen und hier so ein bisschen rumlaufen, sehen wir im Hintergrund, dass hier so ein Fahrrad steht. Ne? Ein E-Bike. Ich bin damit noch nie gefahren, wirklich. Und Elektrik unterstützt das Fahrrad, das habe ich immer gesagt. Das lasse ich in mein Leben sein, weil Sport muss Sport sein, da man muss jede Zelle im Körper spüren. Allerdings, wenn man halt ohne Unterstützung hier rumfährt und was liefern will, ich merke schon, ohne irgendwas liefern zu müssen, die Berge sind hier enorm schwierig und ich will das halt wirklich machen, um halt so ein bisschen Kohle in mein Konto reinzuholen. Bisher bin ich noch bei Null oder bei Minus halt in dem Fall. Ich will jetzt Uber Eats ausprobieren, sobald ich mein Fahrrad habe. Ich habe eins bestellt, mein eigenes. Manche Leute tun das hier, die holen sich ein Fahrrad in Leihgebühr. Darauf habe ich gar keinen Bock. Ich hole mein eigenes und wenn ich es nicht mehr brauche, verticke ich das wieder. Vielleicht plus minus null, vielleicht sogar mit Gewinn. Ich sehe nämlich, dass hier eBay Kleinanzeigen für Loser keine E-Bikes vertickt werden. Und wenn, dann werden E-Bikes erst über $2000 vertickt. Ich habe jetzt ein E-Bike gefunden, das hat 55% Rabatt gehabt. 55% Rabatt von $2200 habe ich jetzt eins für $900 gekriegt. Ich muss das natürlich im Shop noch zusammenbasteln lassen. Dann habe ich jetzt $1111 gezahlt für ein E-Bike. Das kann ich mir jetzt in den nächsten paar Tagen abholen und dann geht's ab. Dann wird nur geschuftet. Zudem habe ich in 2 Wochen noch eine Grillarbeit, die auch schon feststeht. Ich habe mich schon angemeldet. Ja,
Alles andere kommt on the fly, würde ich sagen. Ne? Genau. Ansonsten habt ihr jetzt auch noch hier ein paar Tutorials, die ihr bekommt von mir. Und zwar zum Beispiel, wie man eine Steuernummer bekommt. Oder wie man sich selbstständig macht in Australien. Denn du brauchst eine Selbstständigen-Nummer, eine ABN-Nummer, um hier selbstständig arbeiten zu dürfen. Wie zum Beispiel als Essenslieferant. Ne? So, und jetzt sagen wir beide euch Tschüss und ne, Izzy? Sagen wir mal Tschüss. Was für ein wundervoller Hund, ey. Ich liebe sie. Ja, das war's für heute. Und war es nicht viel passiert, war beim Arzt, hab mir eine Arbeit angeschaut, die ich nicht machen werde. Allerdings passiert das bestimmt jetzt auch nicht mehr so oft, weil jetzt bin ich selbstständig und kann Uber Eats fahren. Das ist auch eine Vollzeitarbeit und das wird sich sicherlich lohnen. Alles klar, Leute. Peace out. Warte mal. Was wollte ich noch sagen?